Yo Leute, es geht ab und herzlich willkommen jetzt zu einem CSGO-Video. Heute gibt es ein Solo-Queue-Abenteuer auf einem Ezea-Server. Wir befinden uns hier in einem Cash-Game. Diesmal startet es auch von Anfang an. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, von was ich rede. Ja, wir sind da auf einmal irgendwie zur Halbzeit gejoint. Da stand es schon irgendwie 7-8. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich bin allein hier auf dem Ezea-Server und ja, vielleicht bekommen wir oder hoffentlich bekommen wir ordentliche Mates und bekommen hier ein ordentliches Spiel hin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und jetzt warte ich noch ganz kurz, bis die Knifefront anfängt. Hallo. Hi boys. Okay, die Knifefront hat angefangen. I'm trying out a new crosser, so yeah. Okay, probiert mal das Crosser an. Nur so zur Information, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen was an der Kamera geändert, nämlich habe ich jetzt einfach mal einen Zoom reingemacht, da ich persönlich es immer so finde, dass irgendwie bei der Facecam noch ein Haufen Zeugs außen rum ist. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen auf mich hingezoomt, mal gucken. Okay, Matches live, wunderbar. So, I play A, main. Gucken, was man da macht. Okay, I'm gonna go B. Yeah, bro, I got you, dude. You peeking them when you're playing... Okay, dann spielen wir 2 und so. Okay, okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Yeah, I'm watching you, main, so. Oh my god. One B main. One net's quickie. Ich hab gerade für einen Moment richtig gepanikt. Ich bin nicht aufgewärmt, das merke ich gerade sowas von krank. Mal wieder so eine Ausrede. Ey Leute, ich bin wahrscheinlich so der YouTuber, der die krassesten Ausreden am Start hat, aber es ist wirklich so. Vom Blue Fans. Nice. Wir kaufen uns die OMP rein. Also wie die Leute, die schon die letzte Folge gesehen haben, ich rede in dieser Serie nicht so viel. Ich versuche da einfach ein ordentliches Gameplay zu bekommen. Aber ich versuche schon an gewissen Stellen vielleicht ein paar Sachen zu erklären. Es ist vielleicht so, dass eben das vor allem für neuere Spieler ein bisschen lehrreich ist, wenn ich vielleicht ein paar Sachen erkläre, wie ich jetzt gerade was gedacht habe, weil das normalerweise in dem Team normal ist, die machen kannst, ja, wenn damit ich wieder mit meinen 4 Chaoten da im Team bin. Aber es ist eben sozusagen mal der Versuch. Ja, da könnt ihr natürlich auch gerne mal seine Kommentare schreiben, wie ihr diese Serie soweit findet, wie man sie für Bandos sein. One pushing. It's mine, isn't it? Oh, I saw he wasn't in the corner, I checked it. Oh, that's gay. One B main. So that nice save again. Well, on the boost. Save up my one pair. Kriegt er noch einigermaßen was in der nächsten Runde? Den unten hätte ich eigentlich erwarten sollen. Der da unten, der gepusht ist. Sei ich ziemlich low von mir. I can drop a PD50. So ist so der Job des Todes. Dafür nehme ich da nur eine OSP. Selbst wenn ihr auch irgendwie eine PD50 oder so droppt, nehmen wir bisschen damit die OSP, weil genau in diesen Runden geht euch dann normalerweise die Runde aus. Okay, one's mid. Nothing squeaky. Yeah, Blue, you want this? I'm gonna re-smoke and you're gonna splash it. Smoke. Yeah, one's maybe. One and squeaky, one squeaky. Scheiße, man. Blue, das war wahrscheinlich auch zu erwartet. Ich glaube, ich habe aber einmal gesteppt, das war wahrscheinlich das Problem. Ja. That's the one acre. Stick back, two there. One day. Oh, 17-1, scheiße. I'm not AK, yeah. One squeaky. Shit, one's just holding B. Pushing. Pushing B, pushing B. Oh, it's been fucked. Yeah, I don't know what you're gonna do. Nice. Nice. Checkers. Yo, ich hab den einfach. Oh, I will drop you my op. Op checkers. I got the op. Ich hab den Typen sogar Dings Mitte gebankt durch die Big Box. Mit der op, glaube ich. Weiß uns nicht, wo ich einen Assist an dem herbekommen hatte. What the fuck? Ah, ne, warte, ich hab. Obwohl, vielleicht hab ich den auch einfach mit Molotov gehittet, aber. One squeaky. Two squeaky. Yeah, still.
me and Falco pushing. Junge, ich wurde sowas von weggenäht. Yeah, 2A, please. I'm gonna go CT. I mean, T-spawn. Oh, nee. Das ist ja so dumm. Ich hätte doch viel früher rausgehen sollen, das ist Molotov. Shit. Er hat einen Kit, aber das ist machbar. Oh, er ist er. I hit a main, boom, come out. Check 3 main. Look, they don't spot you, just keep on waiting for the north push out. One squeaky. Just bait me. Willkommen, Commander. Frag mich nicht, was ich da gerade machen wollte. Ja, weil ich kann euch die Frage selber nicht beantworten. He's on site. Whoa. Wow. Oh my god, that kid's fucking nuts. Holy shit. Okay. One squeaky, one checkers. So. Okay. Ask her. Hier gibt mir einfach die Schelle meines Lebens, okay. Fuck. Na okay, wenigstens ein Assist, yay. Wow, was er mir gibt, man, das ist so der Wahnsinn gewesen. Bitte geht jetzt einfach nicht Squeaky auf. Wenn jetzt Squeaky aufgeht und der Typ mich holt, dann bin ich hier weg. Das kann ich vielleicht noch was machen. Ja, der kann es nichts machen. Fuck. Das war so die einzige Dings, ich hätte was machen können, falls wenn der Typ nicht rechtzeitig Squeaky rausgeht oder wenn man Mädchen bekommt. Jetzt funktionieren können. Hätte ich Yellow reingehen, so wahrscheinlich eher. Jo. Warte. Schade. Oh my god, they're pushing B, two of them. Oh, one's low on B. You can check it. Low. Where's last one? On spot, I guess. He's on spot. Yes. Planting. Shit. Ihr merkt schon so, ich rede sehr, sehr wenig in dieser Dings, weil ich mich auch einfach teilweise konzentriere, weil natürlich ich will noch, es ist schwer, ich will nicht zum einen gutes Gameplay bringen, aber zum einen auch reden. Das ist eben, wenn du das in einem CS-Match machen, beim Overwatch geht das super, aber beim CS-Match musste ich eben selber noch sehr stark darauf konzentrieren. Ich versuche einfach so das Beste daraus zu machen. Aber ich mag es aber persönlich so, dieses Solo-Queue und sowas, das schaue ich mir auch gerne auch von anderen Spielern an, deswegen probiere ich das auch zu einer gewissen Part selber rüberzubringen. Nein, ist ein Hardware. Dieser Typ, man, der sollte einfach Mitte ordentlich halten. Oh. Kann es doch nicht funktionieren, wenn ich da Y stehe. Achte, der hält Mitte richtig. Wenn der Mitte richtig hält, dann kannst du auch Quad ganz normal stehen oder Onspot. Aber ich habe die Smoke gesehen und den Typ, und ich wusste in dem Moment schon, dass es nicht funktioniert. Scheiße, Mann. Wow, aber der weiß es auch. Der Typ ist richtig unfair. Okay, das ist jetzt interessant. Zwei haben gekauft und manche haben nicht gekauft. Ich kaufe einfach halt. Noch zwei Nets. 200, 100, 1500. Wir können ja nächste Runde so nicht kaufen. Ja, ich hätte auch einfach vollkommen sollen. Ich hätte sogar einen M4 bekommen. Der One Flip, mate. Smart B. Not the problem. Was ist das, das ist eine Runde, Mann? Okay.
Er hat sogar ein Kit. Das können wir, ist richtig. Warum nicht mehr? Fuck's sakes, dude. That timing is unreal. I know. They're just getting so much luck. Es geht nie ab! Digga! Oh my god. I just find it really weird how as soon as Orange runs through that smoke, they just pre-fire it instantly. Yeah. That is really fucking weird. Yes. It's like I peeked B main 4 times, no one's there. As soon as I turn my back. Aber das ist sogar wirklich so. Was er gerade euch gesagt hat, ist, sobald ich durch die Smoke gelaufen bin, Richtung Main, hat der Typ mich gepre-fired. Und das ist wirklich so. Ich will jetzt nicht sagen, das kann natürlich reiner Zufall sein, aber so dieser Zufall sozusagen, dass ich lauf, ich hab die Smoke von Karl geworfen und sie pre-firen erst, wenn ich reinlaufe. Und two more, man. Können wir einfach nur hoffen, dass wir nächste Runde noch holen, dann von der 10 und 5 einigermaßen was hinbekommen. Man muss schon sagen, die sind schon ziemlich krank, die Gegner. Also ich weiß, es werden noch wieder Kommentare kommen so, na, Isaiah, das ist sozusagen nichts für dich. Das ist noch nicht so dein Niveau und sowas. Aber ganz ehrlich, ich probiere es einfach, weil allein Solo MM spielen, das habe ich schon oft genug gemacht. Und deswegen, du lernst auch nicht, wenn du nur mit schlechteren Leuten spielst, sondern du lernst auch wirklich, wenn du gegen bessere Leute spielst und dann dich einigermaßen versuchst, da mitzuhalten und so weiter und so fort. Ey, muss ja auch sagen, so, in Isaiah, was ich eben so viel angenehmer sind, ist, alle können Englisch und sowas, das ist eben wirklich wunderbar. Das ist irgendwie kein Progress oder sowas für Isaiah, das ist auf keinen Fall, aber ich werde das Video wahrscheinlich auch nehmen, egal wie es jetzt ausgeht, wenn ich jetzt keinen Kill mehr mache, weil ich bin schon ein bisschen spät dran mit dem Video. Dude, you shouldn't have gone. Why is he pushing a smoke? It's EU, man. It's the EU ESEA, not fucking NA S rank. Does he just running the fucking game? Yeah, also diese. Diese Kamera ist schon ziemlich geil. Okay, auf geht's. Das Comeback zu starten. L4, naja. Das ist theoretisch, wenn die beiden Top-Fragger sogar auf einer anderen Seite spielen, weil die anderen, die sind nicht so extrem krank. Also dieser Kamaz, okay, der ist wirklich ordentlich. Nobody peek mid or anything, but go silent, go silent, because he's gonna hear us from mid as well. He's probably gonna push mid. Smoke on highway now. Oh my. Oh, the pushing. One more. Sitting in my own Molotov. Get one support left. One car. Schön. Noch einer. That's a shot. Oh, what the fuck is behind? What the fuck? Just wait for our smokes to pop so we can cross over. One probably gonna push. Yeah, I'll just hold the back of A main. They I'll lost the ramble on, so they're probably forcing. Green, I swear to god. Alright, cool. We're on B, on B. Activating the bomb. He's mid. Cool. Going Vance, I think. Shit, man, ich war da so überfordert, ne? Ich musste Whitebox schauen, ich musste Connector schauen. He's in Vance. Und, oh, das war ganz viel. But nice. He's not in, he wasn't in the. Vor allem, weil wir haben es jetzt, mir tut es wirklich leid, dass die Videos jetzt ab und zu spät kommen, aber ich habe einfach gerade absolut, bei mir ist gerade alles durcheinander. Wir haben es jetzt nämlich 20 Minuten vor 17 Uhr und das Video sollte eigentlich, ja gut, schon seit 3 Stunden kommen, aber das kommt halt noch, ich verspreche es euch. Bei euch wird es dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Uhr oder so sein, aber. Two behind. Nein. One behind, one behind. One highway. Molling highway. Still one highway. Grenade. Nice.
Auf geht's, guck mal, das funktioniert doch. Es läuft doch, Mann. One fork left, one MBK. Die Typen, die spielen aber sowas von super aggressiv, ne? Das ist so krank. Das ist ein interessantes Crossfire auch. Wenn der eine Typ keine Munition mehr hat, kann der nämlich MBK zurückfallen und der C Squeaky kann ihn nicht hunten, weil der andere Forklift steht. Das ist gar nicht so scheiße. Vor allem ist es so scheiße, dass ich in den Seher kannst du ja nichts mehr callen. 10 Sekunden, glaube ich, nachdem du gestorben bist. Ich konnte dem Typen jetzt gar nicht callen, dass so einer A und zwar, deshalb wurde es eigentlich wichtig war. Scheiße. Der Karma 2K, der ist schon nicht schlecht. Human. Mailbot. Yeah, just got it. See if we can peek the guy on B at all. Alright, just push B. Ach komm, das kann doch nicht sein. Er wird einfach sofort getradet, Mann. Warum ich? So, wir gewinnen die Runde, dass wir die resetten können. One's a headshot. Thank you. Last time. Bitte bring aber die Runde zu Ende. Bitte bring sie einfach zu Ende. Runde. Ich hoffe auch, dass der Ingame-Sound gar nicht zu laut ist. Oh. So. Ich weiß, es gab jetzt wahrscheinlich teilweise keine Facecam. Der Grund dafür ist, dass meine Facecam anscheinend überhitzt. Und meine Kamera überhitzt und deswegen die nach einer gewissen Zeit den Film abbricht, das habe ich jetzt aber gerade selber erst gemerkt. Es gab jetzt wahrscheinlich gerade ein paar Minuten keine Facecam, war jetzt aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig, aber ich sag's nur jetzt nochmal. Ohne Moment. One Moment. Was für eine Scheiße, warum schalte ich sich denn automatisch aus? Da muss man ja voll auch aufpassen, weil man Timelapse und sowas macht, das ist ja voll behindert. Aber ich glaube jetzt. Ja, okay, es müsste gehen. One up forklift. Da stehst du drauf. Da habe ich noch nie in meinem Leben eingesehen. Ich sag's euch, ich habe noch nie in meinem Leben einen oben mit dem Forklift draufstehen sehen. Digga, ich kotze gleich. Was war das denn, Mann? Schön. Nice, take it, take it. Nice, good job. I'm surprised you don't event. I think we've seen. Kein verloren, wunderbar. Das ist gut fürs Geld. I'm gonna go squeaky. I'm gonna leave the bottom side of your main, yeah? Okay. Man. Should call that dude. We shouldn't be the one to call that. One vent. Fuck. Your blue chill, we're not with you, dude. One side. One's by red or four. Cool.
will gar nicht wissen, was der Blaue hat irgendwas im Hintergrund an, ne? Irgendein Fernseher oder so, den hört man einfach jedes Mal, wenn er redet. Oh, schöner Boost. Oh, schade. This first game on, my hands are freezing, move across there, it's all terrible. Dann schreibt auch Primal als Hackman. Die beschuldigen sich ja alle gegenseitig als Hacker. Der auch in der ersten Runde, in der ersten Hälfte wieder rumgeschrien hat. Oder ein Typ, der hackt und sowas. Too B. Scheiße. Ich spiele halt vielleicht ein bisschen zu aggressiv teilweise. Sehr so der Matchmaking-Dings. Matchmaking-Drang, überall durchzupushen, weil du easy Kills bekommst. Okay, dude, seriously. Green, you need to start calling. Please. Sorry, Shadow, we got money. V1, man, there's no point if you push him by yourself. Black. Oh god. I'm so sorry. Oh, fuck that. Pass. Somebody grab bomb. Schön! One's mid. Der Typ, der chillt B, der Grüne. Und der behind. Der Grüne versucht halt jede Runde zu backstabben, aber er kriegt's halt nicht hin. Jetzt haben die halt wieder eine AK, weil der Typ hat nur eine P250. Last highway, left side, check it out. Yeah, man. Highway. Made in quad. I'm quad. Sorry. Oh, nice trade. Alright, chill, I'm coming. Fuck. I'm blasted. Last one's our way. Ne, das ist Comeback, das ist echt richtig nice. Es war einfach ein schönes Game. Here eventually. Oh, shit. John Vito beleidigt hier. He got whacked 50 days ago. Dead forklift. One might be coming in, man. GG. Who's gonna call GG? Because there's no way he's winning this. GG. Good game. Das war wirklich schön. Deswegen nie irgendwie ragen und die Hoffnung verlieren, weil, ja, vielleicht kann man es Comeback nehmen. So, schauen wir ganz kurz. Ja, war ein ganz ordentliches Game, ne? 23-23. Fällt mir ein schönes Game. Aber man muss sagen, dass der Karma 2K wirklich auch extrem krass gedrückt hat. Und also so wie die teilweise gedrückt haben und insgesamt wie die auch teilweise geprüft haben. Also ich hätte in der ersten Hälfte hätte ich sogar teilweise auch gedacht, obwohl ich es nicht gesagt habe, dass sie hätten. Und meine Teammates haben es wahrscheinlich auch gedacht, aber auf CD-Seiten haben sie einfach nicht das, was sie auf der T-Seiten gerissen haben, rüberbringen können. Aber ja, insgesamt wirklich ein richtig cooles, fettes Game. Das Game ging 44 Minuten. Mir ist es vorgekommen wie vielleicht 15. Das war wirklich, ich kann mir jetzt auch gerade auch alles richtig gut an die Pistrunde erinnern und sowas. Wow, es ging wirklich extrem schnell vorbei. Hat wirklich mega Spaß gemacht, ja. Ich würde einfach sagen, es war es im heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne positive Wertung da. Sorry, dass das Video so spät gekommen ist. Ja, ich muss jetzt ganz schnell schneiden, Thumbnail mal hochladen und so weiter und so fort, dass das Video so schnell wie möglich online kommt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.